Hey Leute und herzlich willkommen hier zu Crusader Kings 3. Ja, ich habe ja eine Umfrage gemacht, ob ihr denn mal Bock hättet, auch hier ein Video zu sehen. Da dachte ich mir mal, warum nicht? Das zocke ich gern offscreen. Ist mir eigentlich ein ganz gutes Spiel zum Runterkommen, muss ich sagen. Gucken wir mal bloß schnell die Musik können wir ein bisschen lauter machen. Ich werde mir dann einfach mal, wenn ich es so aufgenommen habe, alles mit 30 mal gucken, wie es von der Musik her passt. Und ich werde die ganze Sache hier in 2K aufnehmen. Ich spiele zwar selbst immer auf 4K, da ich ja eine gute Grafikkarte habe. Aber wenn ich es auf 4K hochlade, dann dauert es immer so ewig, bis es gerendert ist und bis es hochgeladen ist und bis es von YouTube dann verarbeitet wurde. Deswegen dachte ich mir, zuerst, ich lade ganz normal in HD hoch wie immer, aber da ist mir einfach die Auflösung. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was ihr für einen Monitor habt, aber ja, bei mir, wenn ich das auf nur in HD auf meinem Monitor angucke, dann schaut das irgendwie nicht sonderlich gut aus. Deswegen dachte ich mir, lade ich es auf 2K hoch. Und ja, wenn ihr das ganze Projekt unterstützen wollt, würde ich mich natürlich über eine kleine Bewertung freuen. Egal ob Like, Kommentar oder Abo, falls ihr neu seid. Und jetzt heißt es natürlich nur noch überlegen, wo wollen wir spielen und vor allem, wann wollen wir starten. Als erstes dachte ich mir, komm, nimm doch Björn Eisenseite. Es wird gut zu unserem Valheim-Let's Play passen. Aber dann dachte ich mir wieder, ja, Skandinavien, ja, es ist einfach. Und Skandinavien oder Europa kennt man halt dann auch schon zu Genüge. Deswegen dachte ich als allererstes, wir werden uns mal einen eigenen Herrscher raussuchen. Ich weiß jetzt zwar natürlich nicht welchen, wenn ich ehrlich bin. Normalerweise spiele ich immer auf einfach, aber es gibt ja nur drei Schwierigkeitsstufen. Angefangen habe ich damals mit sehr einfach, aber das ist ja zu planlos. Ja, gefühlt, ja, ist man da, ich will jetzt nicht sagen unverwundbar, aber jetzt habe ich kurz überlegt, ob ich auf einfach mal spiele. Aber das mache ich ja so schon immer. Und da ich eigentlich schon eine Herausforderung will, habe ich mir überlegt, auf normal zu spielen. Auf der anderen Seite dachte ich mir wieder, ich kann jetzt auch einfach mal auf einfach spielen. Und je nachdem, wie das Video ankommt oder die Serie, könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Ideen habt für nächstes Let's Play, ob ich es schwieriger machen soll. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob man das während dem Spiel nochmal ändern kann. Aber da ich jetzt, gut, ich glaube jetzt nicht, dass normal ultra schwierig ist. Oder wir sagen einfach Shit happens. Schauen, was ist denn eigentlich hier der Hauptunterschied? Man erhält Boni. Unter anderem werden die Auswirkungen von Krankheiten, feindseligen Kompletten und Anspannung abgeschwächt. Ja, come on. Leute, Shit happens, spielen wir auf normal. Ja, ich habe ewig hin und her überlegt, Skandinavien, hier irgendwo eine kleine Domäne oder doch ganz woanders, hier in Indien, Mongolen. Aber irgendwie hatte ich mal Bock, hier in dem Getümmel mal zu spielen, weil wenn man hier auf die Religionskarte guckt, ich wollte auf jeden Fall nichts Katholisches spielen, mal irgendwas anderes wäre mal ganz cool. Gucken wir mal schnell hier ins Reich. Wir könnten Polen gründen oder Litauen. Genau, und das Ziel wäre dann praktisch hier dieses Südbalten-Großreich. Auch überlegt, ob ich mal Spiel und Russland gründen möchte. Weil ich habe halt auch echt schon viel gespielt oder viel gesehen. Persisches Reich ist auch ganz nice. Jetzt ist nur die Frage, ich habe mich jetzt entschieden, eins von den beiden. Auf der einen Seite wäre Russland ganz cool. Aber da ist tatsächlich der Startpunkt schon, ja, ein bisschen schwierig. Weil hier wissen wir, die Ungarn, da geht dann die große Wanderung los. Die haben dann gefühlt plötzlich mal 5000 Truppen. Wer bist du? Der Fremde? Gut, du hättest an sich 3000 Truppen, aber ich, wie gesagt, ich will es mir jetzt auch nicht zu leicht machen, deswegen will ich dann schon irgendwas
kleineres nehmen. Und da wäre ich dann schlussendlich irgendwo, wenn wir hier drüben sind, können wir hier gründen, Polen. Könnten wir rein theoretisch mal angehen. Mal schauen, suchen wir uns mal noch einen coolen Herrscher aus. Gut, den gibt's, genau, die können alle drei Provinzen. Bist 21, du bist 18, tapfer, paranoid und keusch. Ja gut, das ist jetzt eher unpraktisch für das, was wir vorhaben. Was bist du? Du bist lüstern, bescheiden und eigenwillig. Ich zähle alles als sündhaft. Ja gut, das ist natürlich auch nicht so nice. Du bist 17, gleiches Thema. Was haben wir mit Litauen? Gut, Preußen ist an sich eigentlich ganz cool. Truppen 1400, ja, aber ich wollte irgendwo. Gut, wir könnten natürlich auch hier irgendwo in. Wo gehst du dazu? Halb, halb. Man könnte sagen, in dem Großreich, dass man irgendwie einen kleineren dann spielt. Wer ist denn überhaupt der Lehnsherr? Der sitzt hier. Was bist du? Du bist katholisch. Gut, Böhm ist natürlich der Nachteil. Hier geht es schon immer richtig zur Sache. Was ist denn mit dir? Was, du bist 23? Junge, siehst aus wie 50. Nachsichtig, unersättlich, ehrlich. Oder sollen wir mal mit dem Kollegen hier starten? Aber es ist fast schon zu groß. Sind hier noch. Nein, natürlich gibt es hier keine Unterprovinzen mehr, die gehört alles. Das ist alles nicht so schön, wie ich es mir vorgestellt habe. Gut, rein theoretisch könnte man auch irgendwo da unten starten. Kroatien, du gehörst dann zum Byzantinischen Reich. So, sorry, ich muss den kurzen Cut machen. Es hat geklingelt. So, wo war ich stehen geblieben? Byzantinisches Reich. Wobei ich doch tatsächlich auch gern. Doch irgendwie gern. Gucken, Gott, du kriegst auch noch da oben dazu. Oder wir nehmen einfach Krakau. Da oben haben wir ja nichts Passendes gefunden. So, mit hier ruhig, fleißig, nachsichtig. Truppen, 800 Truppen. Oder wir nehmen Krakau. Gefühllos, treuherzig, zufrieden. 24. Erbe ist wohl unsere Weste oder was auch immer das sein mag. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach direkt mal los. Wir spielen auf normal, würde ich sagen. So. Gute Ratschläge können wir gleich mal raus tun. Gucken wir uns doch gleich mal unseren Charakter an. Wir sind ein dilettantischer Verschwörer. Ja gut, das hätte jetzt auch natürlich besser laufen können. Miserable Werte, aber richtig miserabel. Aber gut, was machen wir nicht alles? Fruchtbarkeit anziehen, Komplottstärke. Agentenannahme, Ränkespiel oder. Na komm. Wir gehen mal den hinterhältigen Weg. Das ist natürlich blöd. 100 Anspannung. Was habe ich denn jetzt? Führung, Fruchtbarkeit, Führung. Gut, ich bin wohl der Führungskünstler, was ich eigentlich nicht wollte, aber okay. Dann. Wer ist er denn? Du bist irgendwo von da drüben. Sprich, eigentlich könnten wir unsere Schwester doch mal dahingehend verheiraten. Wer ist da der Chef? Er. Der Häuptling. Dann. Kinder, ja, macht nichts.
So. Hätten wir unsere Halbschwester schon mal verheiratet und sind, glaube ich, auch mit dem Bündnis gar nicht verkehrt gefahren. Oh, dann suchen wir noch jemand für uns selbst. Niederschlesien, wer ist die denn? Wer ist der Chef? Wer bist du denn? Wer ist sie denn? Bin ich denn? 24 und sie ist 42. Ja, komm, wir es übertreiben wollen wir es mal nicht. Weil Kinder hätte ich ja dann schon noch gern. Gut, du hast mal gar keinen Bock auf mich, würde ich sagen. Du wärst zumindest hübsch und hast einen guten Diplomatiewert. Gut, du bist dann auch fruchtbar. Genau, du hast den gleichen Glauben wie wir und du könntest eventuell unserem Kind was mitgeben. Dann werden wir uns doch so entscheiden. Perfekt. Bündnis haben wir jetzt eins dank unserer Schwester. Und dann gucken wir doch gleich mal unseren Ratsposten an. Du kannst uns nicht leiden. Deswegen würde ich dich gleich mal hier überzeugen wollen, mich zu mögen. Junge, 6 ist ja wahnsinnig schlecht. 0 und 1. Respekt. Hey, wer ist denn jetzt? Stimmt, du bist ja hier der Beste, den ich habe, oder? Ja, come on, Bro. 3 Gold. Was darfst jetzt du hier machen? Und dann darfst du das hier machen. Krieger kriegen wir keinen besser. Und Diplomat. Naja, kriegen wir jetzt vorerst auch mal keinen besseren. Gut, da würde ich tatsächlich auch wirklich sagen, einfach nur Herrscher helfen. Gut, dann. Achso, ja gut, da schleime ich mich schon ein. Ich werde Titel erben. Wer bist du denn? Ach, du bist hier drüben. Du bist mein Cousin. Wie schaut's denn aus, wenn ich dich vielleicht unter Umständen. 21 ist halt schon verdammt wenig. Das ist halt schon verdammt wenig. Aber Problem ist halt, mit meinem Wert komme ich halt auch nicht weit. Okay, nee, dann lassen wir das mal noch weg. Dann Champions. Okay, die wir haben, sind eigentlich gar nicht verkehrt, würde ich sagen. Jetzt können wir als erstes mal einen Arzt suchen. Vielleicht haben wir da schon irgendjemand dabei, der recht schlau ist. Gut, du bist der Champion von mir, aber dich will ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Höfling, komm, du bist hier doch recht clever. Wie wäre es denn, wenn du hier mein neuer Hofarzt wirst? Hätten wir das auf jeden Fall als erstes mal geklärt. Die Champions kostet mich viel zu viel Prestige, da bin ich raus. Wem kann ich denn jetzt eigentlich alles im Krieg erklären? Ja, gut, dem König, das ist wahrscheinlich nicht sonderlich schlau. Ich kann noch mal gucken, meine zwei Provinzen. Gehören zum Herzogtum Kleinpolen. Ich habe zum Beispiel. Was du schon 900 Mann? Was zum Teufel? Es kam jetzt unerwartet, dass er 900 hat. Ich habe wahrscheinlich auch. Okay, ich habe immer ein bisschen leichtes Fußvolk. Was ja schon mal nicht ganz verkehrt ist. Gut, vielleicht sollte ich auch hier zuerst mal schnell den Spaß aufgeben. Liebesdinge, wenn man versucht. Ja, komm.
Wir machen erstmal unsere Frau, dass das Erbe gesichert wird. Wie schaut es denn da drüben aus? Ja, Geld an sich wäre schon nicht schlecht, aber Prestige, wenn ich sehe, wie schnell das vorwärts geht, nehme ich dann doch lieber das Prestige. Okay, durch 1400 Mann. Durch 912. Du bist ja mein Cousin. Aber. Ne, Junge, willst du mich jetzt eigentlich komplett verarschen oder was? Wie schaut's da aus? 904, jetzt ist halt die Frage, ja, packe ich die 904 mit 825 Stück? Zack, zack. Wir können mal einen kleinen Probelauf machen. Dem ist halt, das sehe ich halt leider nicht, gell? Was du kannst und was du nicht kannst. Aber 15 Gold gönne ich dir gar nicht. Aber ich könnte eigentlich auch Räuber ausheben. So würde ich ja dann rein theoretisch sogar an Gold kommen. Okay, Befehlshaber 14. Wow, und ich habe 10. Bewegungstempo, Rückzug, Verluste. Ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht drauf verzichten. Aber Problem ist, wahrscheinlich, dass ich das nicht pack. Jetzt hätte man das machen sollen. Aber wir können es eigentlich genauso gut versuchen. Einfach nur, weil ich ihm die Kohle nicht gönne. Ja, aber es wird nicht reichen, befürchte ich leider. Bei unserem aktuellen Würfelglück. 62%. Mal schauen, was bringt das? Diplomatische Praxis, ein Diplomatiepunkt. 62%, okay. Na komm, 62% werden mich hoffentlich schon nicht enttäuschen. Sehr gut. Gut, das war auf jeden Fall eine verheerende Niederlage, würde ich mal mir selbst eingestehen. Daher, gut. Okay. Ja, Jungs, dann würde ich sagen, ihr habt gnadenlos versagt. Kann ich mir, hätte ich mir schenken können. Das ist ja eher, er geht jetzt plündern. Gegen dich habe ich, okay, gegen dich habe ich sogar einen. Stimmt, du würdest mir ja helfen. Jetzt könnte man nur noch schnell. Okay, nicht sonderlich schnell. Lösegeld bezahlt. Wer bist du überhaupt? Junge, du bist ja ziemliches Brain. Ja, come on. Was bist denn du? Arrogant, treuherzig und fleißig. Beschert, der perfekte Start. Unterhaltsames, frommes. Ja gut, sonderlich fromm sieht mir jetzt nicht aus. Dann kommen wir mal was Unterhaltsames. Gut, das passt doch auch perfekt. Okay, und der kriegt gerade ziemlich hart auf die Mütze, dass ich sogar sagen würde. Ich doch glatt mal die Gunst der Stunde nutzen würde. So, Bruder. Jetzt schauen wir doch mal, ob das nochmal so gut klappt für dich wie eben. Ja, oha, Alter. Okay. Ich hätte mir vielleicht doch von meinem Verbündeten Hilfe organisieren sollen. Aber immerhin hat's gereicht. Dann wird eure Affäre. Wird das irgendwas? Nee, komm. Ich will einfach nur
Ja, dich brauche ich nicht. Zu wenig Champions, weiß ich schon. Du bist gestorben. Dann, Bruder, aber an die Arbeit. Du was für dein Geld. Problem ist nur, wenn ich dich jetzt in den Krieg rufe, es kostet 75 Prestige. Da würde ich tatsächlich mal noch warten, auch wenn ich mir sicher bin, dass der hier gleich wieder auftaucht mit seinen Truppen. Da beschleunigen wir das Ganze mal ein bisschen. Vielleicht haben wir auch Glück und er taucht gar nicht mehr auf. Wovon man leider nicht ausgehen kann. Na, da kommt er nämlich schon wieder. Und die eine Schlacht müssen wir noch packen. Hä? Ja gut, dann ist ja auch klar, wenn ich nicht mal hier einen Befehlshaber am Start habe, dann wundert es mich tatsächlich, dass es sogar noch mal so gut. Oh Leute. Jetzt haben wir wenigstens einen Befehlshaber, aber. Gut, du kannst schon jemanden verwunden. Haben wir eigentlich jemanden gefangen genommen? Ja, Hammer. Aber bringt leider keine Kohle. So, jetzt hat. Jetzt haben wir doch ein bisschen was. Du gib mir doch mal 25 Moneten. Schauen wir mal, ob es klappt. Dankeschön. Komm, danke schön, du den Rest hier noch. So, und jetzt würde ich doch einfach mal hier gleich einen Frieden machen. Zack, zack. Dankeschön. An dich würde ich auflösen. Geht nicht, weil hier irgendwo ein Gegner rumschleicht. Da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir selbst mal Räuber ausheben. Ja klar, der geht jetzt wieder hier rüber, aber hier gibt es nichts mehr zu plündern, falls es nicht kapiert, aber offensichtlich kapiert das nicht. Naja, egal. Da werden wir uns jetzt eine längere Zeit noch nicht verteidigen können. Mal wollen oder nicht. So, dann lass mich doch mal unsere Frau. Ja, okay, das bringt immerhin was. Ist schon mal nicht schlecht. Ach so, ja, stimmt. Hier wollten wir auch noch unseren Kollegen beeinflussen. Ja, du darfst komplett hier unterstützen. Gut, und Domänen 91, 0,1, 0. Holy shit, Alter. 0 ist ja. 0 ist ja richtig brutal. Na dann komm. Schauen wir mal, dass wir das hier irgendwie wieder auf Vordermann kriegen. So, und dann heißt es eigentlich schon nur noch, müssten irgendwie das Land von unserem Bruder abkassieren. Oder von unserem Cousin. Problem ist nur, er hat wesentlich mehr Truppen und ist halt ein verdammtes Genie. Deswegen, ja, 19% ist zu wenig. Da wäre ich nicht weit kommen mit 19%. Aber es fällt mir gerade wieder ein, wir könnten auch hier. Achso, okay, da habe ich noch solchen Anspruch. Gut, das können wir nicht machen. Gut, wir können natürlich unseren Verbündeten rufen, wird aber nur auch bedingt was nützen. Bist du jetzt schwanger? Nee, bist nicht mal. Na klasse, das lief ja wie am Schnürchen. Und gut, aber Freunde, ich würde tatsächlich sagen, ich würde die Folge hier fürs Erste beenden, denn ich habe wirklich vorher mal so, ja, sag mal so 25 Minuten Folgen sollten eigentlich reichen. Außer wenn ihr natürlich jetzt alles sagt, ja, ihr würdet gern mehr sehen oder längere Videos haben, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich es tatsächlich hierbei belassen. Bei so, ja, 25 Minuten oder so um den Dreh müssten wir jetzt rauskommen. Und dann hoffe ich mal, dass es kein Fehler war, hier mit Krakau zu starten. Da leider wir, unser Häuptling Krak von Krakau, eine echte Flunse ist. Anders kann man es gar nicht sagen. Ich kann schon wieder jemand einkerkern. Wer bist du?
Meister of the Philosoph. Nee, nee. Dich lassen wir mal noch nicht in den Knast wandern. Gut, er verbessert jetzt hier schnell den Laden auf 100%. Dann würde ich das gleiche hier noch schnell machen. Wobei hier schon echt wenig Kohle zu holen gibt. Gut, davon brauchen wir gar nicht reden. Also, bis wir da wieder auf dem Betrag sind, wo wir ordentlich was kassieren können, ist wahrscheinlich das Let's Play zu Ende, so nach dem Motto. Und da müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir irgendwie an Kohle kommen und vor allem auch an Prestige. Aber solange hier die Blinden hier an der Macht sind. Du hättest 16. Aber du kostest 3. Mit 3 kann ich leben. Hier haben wir immer noch keinen besseren. Hier auch nicht. Gut, die beiden hätten wir mit 9. Ne. Diplomat lassen wir mal noch laufen. So, dann kannst du gleich hier weitermachen. Hier haben wir wieder die 100, genau. Gut, Freunde, ich würde jetzt aber tatsächlich die Folge hier an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine kleine Bewertung freuen. Und ansonsten sehen wir uns entweder wieder in der nächsten Crusader Kings 3 Folge oder eben bei unserem Valheim Let's Play. Gut, ansonsten bleibt gesund, haut rein, euer Stevie B. Ciao.